Hey ihr Runensüchtigen, willkommen zurück zu Elden Ring. Leute, ich habe was vergessen. Und zwar, hier drüben beim Waldaussichtsturm, da gab es wohl noch eine Leiter, die habe ich nicht mitgenommen. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal ganz kurz an hier. Und schön, dass ihr dabei seid. Erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Liken, fürs Kommentieren. Danke, danke, danke. So. Da drüben ist er, der Waldaussichtsturm. Ja, sollte jetzt hier die Richtung, passt schon. So, und danach machen wir endlich weiter, wo ich geplant hatte. Ach, das waren hier diese Giftpflanzen hier, ganz vergessen. Ich dachte, das wäre was zum Sammeln. Ja, ja, ihr macht wieder Quatsch da oben, ne? Hört mal schön artig. So, das war die Leiter, die ich übersehen hatte übrigens. Weil ich mich doch gewundert hatte, wie es hier weitergeht. Und hier ist eine Kiste. Mit... Oh, eine Handballiste. Das ist ja geil, warte mal. Eine Handballiste. 135 körperlich. Eine unkonventionelle Armbrust, die der allseits bekannten Balliste nachempfunden ist, kann ausschließlich Großbolzen abfeuern. Perfekt für draufgängerische Aktionen, die das Stürmen einer Burg oder Alleingänge gegen eine ganze... wie das Stürmen einer Burg oder Alleingänge gegen eine ganze Armee. Okay, krass. Ist ja nett. So, aber jetzt, wie gesagt, gehen wir endlich mal weitermachen hier oben. Jetzt gehen wir nämlich in die Zaubererstadt rein und das mache ich dann von... hier aus, glaube ich. Ich meine, ich könnte natürlich auch hier anfangen. Ja, dann komme ich direkt durch das Südtor, aber ich will auch diese kleine Stadt hier erkunden und das hier auch noch und Vorstadt der Akademie. Genau. Ist ja alles überflutet worden, warum auch immer. Ja. Oh Leute, ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich dann hier weiterspielen soll. Wahrscheinlich aber ja. Vielleicht mache ich dann beim nächsten Mal einen 100% Run, beim nächsten New Game Plus Durchgang eben. Hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. Hab ja gesagt, 100% will ich auf jeden Fall machen. Weiß halt nicht, ob ich mir dazu einen Guide kaufen soll. Da gibt es ja online wahrscheinlich dann ein paar nette Sachen. Ich möchte halt auch alle Zauber, alle Wunder, alles, alles, alles. Oh, cool. Da habe ich dich halt nicht. Blutrosen, die wachsen ja wie blöde. Oh, eine Kiste. Ah! So war das nicht geplant. Oh Leute, ich habe jetzt schon gesehen, da gibt es einen Speedrun auf YouTube. Ich gucke mal sowas nicht an, ja? Also vielleicht mal, wenn ich es durch habe. Weil generell bin ich schon so ein Speedrun-Enthusiast, aber... In einer halben Stunde hat er es durchgespielt. Handbuch des Schimmerstein-Metzes. Hier. Schmeidenmetz-Knetz. Da ist es. Magietopf, Magietopf mit Kordel und Schildfett. Aha. Was ist denn Schildfett? Hier, Schildfett. Erhöht die Abwehrfähigkeit und alle Schadensresistenzen. Aber auch wieder eine Silbertränenhülle. Und hier brauchen wir Schotterstein. Frostfett. Verursacht Frost. Blutfett. Ah, wir gucken uns mal auf den Dächern hier ein bisschen um. Noch mehr solcher Türme mit Loot. Immer in den Türmen stand jetzt was, ne? Oh, da ist ja wieder ein Bäumchen. Hab ich da nicht... Das habe ich schon geholt, ne? Ja, ja, habe ich schon. Wie viele Saaten habe ich jetzt eigentlich? Zwei. Okay, ich brauche aber vier, glaube ich. Ist aber ganz ehrlich, ich habe schon 10 Tränke. Also, das ist schon... Einiges, ne? Das ist schon mehr, als man erwarten könnte. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Oh, hi.
Ach, und noch was. Ich habe Kommentare gelesen, natürlich. Ich habe was Wichtiges verpasst, und zwar bei dieser Höhle hier. Nee. Wo waren das? Was mit den Kackskeletten? Hier war das. Katakomben der schwarzen Klinge. Da habe ich was verpasst, das mache ich dann auch noch. Quatsch. So. Haben wir's. Ja, ich muss da oben rauf, auf jeden Fall. Ja, aber es ist halt auch krass, was hier alles rumliegt. Du kannst ja so schnell was übersehen. Das geht ratzfatz, dass man da einfach mal ein Item liegen lässt. Unabsichtlich natürlich. Ah, Mist. Komm ich überhaupt rauf auf das... Oh, das war knapp. Dann komme ich hier überhaupt hoch zu der Stadt? Ah, Mist. Bringt halt automatisch, wenn ich hier rüber den Punkt gehe. So, hier ist ja der Weg. Da setzt die Alte wieder. Ja, hier kommt man rauf. Würde ich mal behaupten. Hi. Das sind immer meine Finger. Wie sie mich die ganze Zeit anatmet. Ah! Ich finde das ja furchtbar, angeatmet zu werden. Hier noch was? Schnell. Oh, hi. Ach, guck mal, hier wäre ich auch hochgekommen. Ruhe. Ruhe bitte. Ey, nicht wieder staggern, ja? Messing-Schild. Oh ja, hier wäre der Weg gewesen, wie ich hochkäme. Ja, cool. Mein Weg war eleganter, finde ich, ja. Hallo? Noch ein Splitterpfeiler. So. Mal gucken. Ui. Oh, nicht schon wieder so einer. Hey, der hat was fallen lassen. Au. Ihr blöden Arschbacken. War doch bescheuert. Die Zelte, hier gibt's doch bestimmt noch was. Bestimmt ist hier noch was versteckt. Ein blau-weißer Holzschild.
Ein kleiner hölzerner Rundschild verstärkt mit Metall. Obwohl sehr leicht und einfach zu führen, bietet er nicht die Schadensresistenz echter Metallschilde. Die Symbole stehen angeblich für die Sterne des Nachthimmels, die das Schicksal vorhersagen. Aha. Gut. Das sind schon wieder Türme. Mist. Würde ich eigentlich gerne mal reingucken jetzt. Mach ich, glaube ich, auch. Ups. Schimmersteinglühwurm. Hast du gar nicht mitbekommen, wie ich deine ganzen Freunde abgemetzelt habe da oben? Ist ihm wohl egal. Sieht doch aus, wäre hier irgendwas. Nee. Schade. Es wirkt alles so magisch hier irgendwie. Ich meine, die Gründe sind ja klar, aber es wirkt halt alles so ein bisschen so ätherisch und schön. Ich hier alles mit meinem Pferd platt reite. Nee, sorry, ich muss noch mal ganz kurz an die Türme runter. Und dann werde ich mich hier hoch teleportieren an das Symbol, weil, ja, geht schneller. Ich muss diese Türme jetzt hier untersuchen. Ah, seht ihr? Da ist eine Kiste. Na, kannst du mal absteigen? Hallo? Und... Oh, hat sich gelohnt. Also mal gucken. Sunkene Bauten sind immer interessant, finde ich, ja. Oha. Ach, das hatte ich schon, ne? Ja, ja. Alles gut. Ich überlege gerade, ob ich nochmal in diese Katakomben runter soll hier. Komm, mach ich jetzt auch. Dieser Dreck. Ah, dieser Dreck. Ich habe hier den Degen, der macht ja heiligen Schaden. Ich hoffe, das reicht aus für die dummen Skelette. So. Macht zwar nicht viel Schaden, das Ding, aber es muss ja nur reichen, um die Skelette zu finishen. Oh, wow. Ist das kaputt? Nee. War nicht kaputt, ne? Verdammt. Verdammt. Da muss ich die Beschwörer erledigen. Ja, ja. Waren sie doch. Ich habe nicht mal geguckt, Leute. Ich glaube, ich kann hier hoch. Seht ihr? Ja, ich kann da hoch. Ah, seht ihr? Das sind die Beschwörer, diese Penner. Oh nein. Das sind noch mehr. Hört mal auf, bitte. Da ist er. Aha. Oh, geil, Leute. Jetzt habe ich endlich Ruhe hier. Ja, ich gebe zu, ich habe geschaut. Ich habe nachgeschaut, wie es hier weitergeht. Ah, da will ich nicht, da will ich nicht groß rumlügen. Und da ich jetzt ja schon eine geheime Wand entdeckt habe, bin ich echt ein bisschen neugierig, ob hier noch eine ist. Ich habe echt nur nach dem Dungeon gesucht und hab's dann... Okay, da ist noch ein Skelett. Da ist bestimmt dann noch einer. Ein Beschwörer. Nee. Scheiße. Au.
Okay, die gehen aber kaputt. War das eben schon da? Okay. Oh. Oh nein. Oh nein. Kann man nicht töten? Ja, kann man. Sehr gut. Eieiei. Was bist du denn für eine Assassine der schwarzen Klinge? Ui. Das ist aber schneller. Eieiei. Ey. Fuck! Gibt er mir einen Backstab, das Schwein? Aber du bist ja ein schneller Kerl. Assassinen Himmelsklinge und schwarzer Messerabdruck. Alles klar. Warte mal, wo ist denn die jetzt? Ist das ein Dolch? Nee. Hä? Assassinen Himmelsklinge ist nicht hier. Ist wohl keine Waffe, ist wohl ein Amulett wieder. Ah ja, hier. Kritische Treffer regenerieren FP. Aha. LP und FP. Sehr gut. Habe ich jetzt beide. Was haben wir noch? Ist ein Zauber vielleicht? Nee. Ein Wunder. Also Zauberwunder, so, ne? Ach. Ah, Zeichen des Rituals aus der Nacht der schwarzen Messer. In der Nacht der schwarzen Messer stahl jemand ein Fragment des Todes von Maliket, der schwarze Klinge, was? Und erfüllte die Assassinendolche mit ihrer Macht. Dieses Zeichen beweist das Ritual und verbirgt die Wahrheit über die Verschwörung. Aha. So, wo sind die Talismänner? Ja, lesen wir uns auch noch hier durch. Dieser Glücksbringer wurde den dunkelschimmernden Klingen nachempfunden, die in der Nacht der schwarzen Messer zum Einsatz kamen und das Leben des ersten Halbgotts forderten. Okay, kann ich wieder raus, aber ich bin noch nicht fertig. Unten war doch noch im Keller diese Kammer, die man noch öffnen konnte, ne? Bei den Krabben. Lass mich raten, hier geht's da runter. Oh, da ist der Hebel. Oder ein Hebel. Ist der für die Tür vielleicht? Jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht. Oh. Der steht jetzt auch noch auf hier. Arsche Geige, ne. Oh nein. Nö, nö. Und es trifft mich trotzdem noch das Vieh. Oh, haben wir sie jetzt alle erledigt, die Skelette? Oh, ein Krummsäbel.
Abfeilchen. So, bin ich mal gespannt. Ich habe noch 5 Heilungen, das sollte ja reichen, oder? Oh, ich habe so ein bisschen Muffensausen gerade. Der Assassine, der war schon ganz schön krass. Hast du denn Friedhofsschäden? Au. Wow. Oh. Du alte Sau. Asche des Zauberzwillings. Asche des Zauberzwillings. Wo ist er denn hier? Rufe Geist des Zauberzwillings. Asche, in der noch ein Geist weilt. Hiermit ruft er den Geist eines Zauberzwillings. Dieser Geist eines Zauberers aus Raya Lucaria trägt eine Steinkrone und war ein Schüler von Haus Zwillingsweiß, bevor er die Zaubernden des Schimmerstein-Kometsplitters und der Kristallnova meisterte. Ja, die Zaubereien, nicht die Zaubernden. Brauchen 89 FP. Alter. Und da ist noch eine Kiste. Todeswurzel. Ach, die kann ich dem Kleriker wieder zum Fressen geben. War gut. Und das war's. Wir haben's fertig. Und ich kann noch Level... kann ich noch aufleveln. Das, da kann ich ja bald das Schwert nutzen. Also ich kann es ja jetzt schon nutzen, aber... Oha. Mit der geil wieder. Ja. Nice Talent. Ich könnte auch den Quatsch, den du da machst. So. Dann rasten wir nochmal. Kann ich jetzt auch leveln oder brauche ich noch mehr? Oh. Brauche halt noch 200 mehr. Plopp. Wie viel ich schon habe, ne? Von diesen Dingern. Was sag ich mal? Kondition. Ah, komm, jetzt mach ich mal Stärke, wenn schon, denn schon. Sache. Das Problem an dem Schwert ist, ich kann es halt leider nicht nutzen, also einhändig, ne? Ja, ist halt eigentlich schon... Boah! Alter Schwede, ich mache 450 Schaden mit dem Teil. Und mit der hier mache ich 367. Ne, 57. Warum auf einmal so viel mehr? Ich habe das doch schon mal ausgerechnet. Ah, ist egal. Ich bin hier einfach doof und kann nicht rechnen. Ha! Wer weiß, wer weiß. So, jetzt gehen wir nach Raya Lucaria. Endlich, endlich! Nach wie viel Parts? 1000? Ich weiß es nicht. Wir haben schon so viele Parts. So viele Parts. So, kann ich jetzt hier durch? Aber ich wollte ja Bärbisch noch den Schlüssel geben. Ja, mach ich ein andermal. Soll jetzt warten. Da waren doch so viele andere Tore, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir die jetzt alle waren, hier. Die blauen Tore, die man noch hätte öffnen können mit dem Schlüssel. Lyurnia, das Seenland. Wir sind aber schon noch hier, ne? Oh, hübsch. Guck mal da vorne, da kann ich bestimmt auch noch hin. So, nu, was ist hier? Ah. Boah, das führt hier hin weiter. Darüber. Ach, warte mal, hier war ich ja auch schon, ne? Gegnerziel Duelland. Ach, was für ein Bild. Hochstraße von Bellum. Ach ja, doch, hier bin ich schon von da aus hingeritten. Und hab mich dann gefragt, wo das Tor hinführt. Das führt halt auch hier rüber, ne? Götterbrücke. Ich werde mal ganz kurz die Todeswurzel abgeben. Ich kann ja ganz schnell wieder nach Raya Lucaria rein. Das überbrückt dann komischerweise diesen Schlüssel, oder? Refugium der Bestien. Hab, happa, happa für dich. Für den lustig. Strange. There's something else. But the death yet quenches.
Schrei der Bestie. Das sind die Zauber. Das ist ein Wunder. Ach Mann, wo war es denn jetzt? Bestialische Lebenskraft. Das war was anderes, oder? Oh, ich habe noch die Akademie-Schriftrolle. Ich kann eh nichts lernen, weil ich zu doof bin zum Zaubern. Ei der Bestie, wo ist das denn jetzt? Ich habe erst gelesen, das wäre eine Kriegsasche, aber... Ist es das vielleicht auch? Warte mal. Ah, diesmal ist es nicht. Müsste eine Kriegsasche gewesen sein. Ja, Schrei der Bestie zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Solide. Ihr seht ja immer hier, schwer ist jetzt für Stärke, ne? Solide ist, weiß ich nicht. Wertig ist für Geschicklichkeit, das ist heilig, das ist Blut. Das ist Standard, keine Ahnung. Standard, keine Ahnung, für Schilde und Bögen wahrscheinlich. Und da gibt es ja noch Feuer, gibt noch Eis, es gibt noch Elektrizität, alles, ne? Habe ich alles noch nicht gefunden, natürlich. Solide. Schrei der Bestie, entfesselt ein bestialisches Gebrüll, das wie ein Projektil durch die Luft schießt. Verwendbar mit allen Nahkampfwaffen. Okay. Ist halt immer festgelegt auf die... auf diese Verwendung, leider. Also wer es immer noch nicht kapiert hat mit der Kriegsasche... Ich hab's schon... keine Sorge, ich hab's schon länger kapiert, ne? Es ist halt nur, dass ich nie genutzt habe. Weil ich das Verändern von Waffen am Anfang generell nicht so toll finde. Ich muss erstmal gucken, immer so, wie sich's entwickelt. Weil wenn man Stats aufbaut, sind die Stats meistens dann doch ein bisschen besser. Vielleicht werde ich das große Schwert, wenn es geht, vielleicht kann ich ja das irgendwann in eine Stärkewaffe umwandeln, wenn ich eh schon so viel Stärke habe. Mit die Aufzüge hier so geil. Warum? Der leuchtet gar nicht. Okay, dann ist trotzdem geil. Normalerweise leuchten die so geil. Oha. So eine Magierstadt sieht es hier aber nicht gerade... Oh doch, es sieht sehr magisch aus. Oh, wie geil! Leute, ich bin Harry Potter. Ich habe meinen Brief bekommen. Will hier Magie lernen. Mit meiner fetten... mit meiner Hellebarde hier. Das ist mein Zauberstab. Sag ich, wie ich damit zaubern kann. Kommt mal her. Oh, es hat so Bloodborne-Vibes hier, ne? Atmet doch jemand die ganze Zeit. Magie fett. Voll fett. Ich würde auch ein bisschen Steinköpfen hier. Au. Au. Hey. Was? Jetzt sind wir einfach ein Headbutt. Ihr seid nur vielleicht ein paar blöden Männer, ey. Rutsch die Treppe runter, du Arsch. Was soll das? Gibt er mir den Headbutt? Ich pack's nicht. Oh, lass dir Zeit mit der Tür, ja, ist gut. Och nö, jetzt kommen die ganzen Puppen wieder. Oh, oh. Oh, cool. Ich komm dir. Du Schwein. Die Puppen sind ja heiß, wie sie auf dem Boden dann. Aber die können mich einfach so wegstunnen, du, das geht. Die hauen mich einfach weg. Oh ja. Dunkelschmiedestein 3, dann kann ich die Hellebarde verbessern, die Drachenhellebarde, aber will ich das? Oder will ich lieber das Schwert verbessern? Ich glaube, ich will das Schwert. Aber dafür brauche ich ja schon plus 4 Steine. Oh. Oh, 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 oh. Ich finde alle diese Details so geil, dass hier hinten einfach mal so ein paar Bilder und Stühle rumstehen, weißt du, und Bücher. Als wäre es halt, ja, als wäre das halt wirklich benutzt worden, alles.
Schön. Super, super schön, das Spiel. Aber nicht so schön ist leider, dass ich hier Schluss machen werde mit dem Part, denn es ist genug. Ich danke euch fürs Zusehen. Seid dabei beim nächsten Mal bei Elden Ring. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da und kommentiert was Schönes. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.